the morning. Heute gibt's ein Meditations-Let's Play. Ganz ruhig, ganz sachte, ohne Meckern, ohne... Nein, keine Ahnung. Ich liege heute im Bett irgendwie. Ich habe irgendwie die ganze Nacht nicht gepennt. Wir machen jetzt erstmal Derby-Aufgabe. Ja, ganze Nacht nicht gepennt, Bauchschmerzen. Und deswegen habe ich mich jetzt wieder hingelegt. Deswegen ganz ruhiges, gechilltes. Ey, wieso habe ich eigentlich so viel TNT und so gesammelt? Ich meine, okay, gut. Ist die Aufgabe schnell fertig. Ich werde heute übrigens diese Folge muss ich auf den PC packen. Deswegen gab es auch bestimmt ein Intro. Einfach nur aus Nostalgie mache ich ein Intro. Und eine Endcard vielleicht sogar auch. Weil ich muss euch was zeigen. Ich spiele das gerade wahrscheinlich im Hintergrund ab. Da hat jemand doch echt, also das hat man mir zugeschickt. Das habe ich nie selbst gesehen. Nur mir zugeschickt. Da hat tatsächlich jemand Weihnachtsgeschenke im Schiff gehabt. Und dass das auch jetzt ist, das sieht man daran, dass man extra nochmal auf die Farm gegangen ist danach, damit man sieht, dass die Ostermaschine noch da ist. Das kannst du dir nicht ausdenken. Es ist wirklich nicht nur bei den Geschenken stand Weihnachtsgeschenk, sondern tatsächlich haben manche auch die Pakete in einem Schiff gehabt. Es ist so cool. Dann gab es da das Problem mit... Ja, irgendwie war das Event vorbei, aber doch nicht vorbei. Dann habe ich ein Video gemacht, so ein ganz kurzes 2-Minuten-Video, wo ich darüber berichtet habe und habe gesagt, ah, guck mal, es sind doch alle Preise wieder da. Also man kann nochmal richtig abkassieren. Das habe ich dann wieder gelöscht nach einer halben Stunde, weil ich gemerkt habe, okay, die haben zwar alles verlängert, die haben diesen Katalog auch wieder dahin gemacht, aber... Jetzt kommt's. Die neuen Schiffe, die kamen. Da konntest du keine Schokohasen mehr reinpacken. Also konntest du keine mehr bekommen. Ja, also dann hätten sie es auch. Also weiß ich nicht. Also. Ja, es ist schon alles ein bisschen sehr blöd gemacht. Ja, ist schon sehr blöd gemacht, muss man sagen. So, mache ich jetzt. Soll ich mal eine Weizenaufgabe machen? Nee, das dauert eigentlich. Eigentlich ist das auch eine echt doofe Aufgabe. Ich meine, die hat man relativ schnell fertig. Aber ich finde die trotzdem irgendwie doof. Ja, irgendwie finde ich die doof. So, machen wir das. Ich habe eigentlich kein Puzzleteil hier. Dann mache ich die Sachen eigentlich nicht so gerne. Ah, ich brauche noch ein paar von den Suppen. Ein paar von den Suppen brauche ich. So, ich muss noch mal reingucken. Hier kann ich erweitern. Bolzen. Oha, ich könnte sogar mit jemandem tauschen. Werde ich mal im Discord schreiben. Discord-Link in der Videobeschreibung. Da bin ich jetzt auch wieder ab und wann aktiv. Guck mal, das kann ich auch tauschen. Das packe ich nachher direkt in Discord. Und dann mal gucken, vielleicht tausche ich dann mit jemandem. Kann man auf jeden Fall machen. So. Erstmal die Sachen hier einsammeln. Dann in die Stadt gehen. Gibt es sonst was Neues bei Heyday? Ich weiß gar nicht. Was ist denn jetzt für ein Event? Habe ich irgendwas verpasst? Ich habe irgendwie die letzten 1-2 Tage nicht gespielt. Es ist... Ja, oh wow. Ja, oh wow. Ja. Kann man... Ich meine, wie oft geht man hier rein und produziert Sachen? Also ich jetzt nicht so oft, sage ich mal. Klar, macht man mal, ne? Hä? Sammle Gegenstände um die... Was? Ich dachte, da kann man unendlich... Das ist ja doof. Puh. Ich bin... das finde ich uncool.
Ah, ich hab das, ich hab, ja, wer hat das Tal vergessen? Außer ich. Hat noch jemand das Tal vergessen? Meine Güte. Dieses Tal. Also ohne Elefanten, ohne Giraffen und so. Kein Bock aufs Tal. Aber ich muss ja die, ich muss ja wenigstens die, die Deko bekommen. Eigentlich, ne? Gehe ich jetzt erst ins Tal? Nein, komm. Wir holen uns erstmal die kostenlose Deko ab, die es immer gibt. Die, ja, ich sag mal so, immer noch besser als die Dekos. Ja, eins, nur eins, okay. Da! Ich wusste es. Ist es? Ist es? Es ist wirklich. Ist schon witzig, ne? Seid mal ehrlich. Ist schon witzig. Immer diese Dekos, ey. Immer und immer wieder. Also, die kriegen es einfach nicht gebacken. Dieses Spiel ist mittlerweile so mit Fehlern durchzogen. Also, das ist ja nicht gewollt, dass man da ununterbrochen dieselben Dekos kriegt. Ich denke, da gibt es neue Dekos. Ich habe schon nie gesehen. Die neuen Dekos. Nö. Guck mal hier. Fünfmal, viermal, achtmal. Mann, Mann, Mann. Und dabei neue Dekos. Also ich fände das schon ganz gut, wenn da mal was Neues kommen würde. Wobei, wenn es die dann auch 20 Mal gibt, dann ist natürlich auch wieder. Also, wer will eine Deko 20 Mal? Vor allem, wenn die dann jeder hat, ne? Das ist dann das Allerschlimmste. Man möchte ja schon, ich sag mal, wie den roten Traktor, ne? Den kriegt man so selten, dann ist das schon was Besonderes, wenn man den irgendwo stehen hat. Dann ist das cool. Ja, aber eine Deko, die wirklich jeder kriegt, also wirklich jeder, ja, das ist dann doof. Also die brauche ich dann auch nicht. Können die dann behalten. So, hier schmeißen wir die Leute mal weg. Boah, es sind richtig viele Leute weg. Und holen neue Leute ab bei der Petra. Zack, 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 zack. So, dann noch die Kiste. Immer die Kiste mitnehmen. Ja, super. Also, Schübe sind ja gut und schön. Nur wenn man sie halt nicht behalten darf, sind sie halt doof. Ja? Gut, den können wir jetzt tauschen. Ich habe doch mal hier von diesem komischen Kalender, da müssten wir doch so ein Sterne-Schübe oder irgendwie sowas bekommen haben, ne? Oder? Die sind da bestimmt jetzt ganz hinten, ne? Mann, Mann, Mann. Man müsste die auch nach Dings sortieren können. Nach Sternen, nach Eigenschaft. Gar nichts kann man hier sortieren. Guck mal, da waren doch ein Sterne. Aber Tom ist natürlich auch gut. Ein Stern, ein Stern. Ja, nee, komm. Ich lösche die. Ja, was soll's. Ich sag mal, selbst der Ein-Stern-Tom-Karte. Also Tom ist halt, wenn man den hat, ist ganz gut, ne? Kann man den einmal schicken. Öfter komme ich eh nicht dazu, den zu benutzen. Also wenn ich den Tom habe, ich benutze den irgendwie immer einmal und dann gehe ich nicht mehr ins Spiel. Ich meine, der kommt alle 2 Stunden. Das ist auch ein bisschen krass. Und dann musst du das aussuchen, dann musst du warten, bis der wieder da ist, dann musst du. Ah, nee. Also Tom benutze ich sehr selten. Ich lasse den mal Spitzhacken holen, dann benutze ich den wirklich einmal. Oh, wer, der Linus. Das war klar. Der Linus wieder. Der Linus ist echt oft da und hilft. Der hilft immer. Habe ich jetzt hier langsam mal das. Hey, das darf nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein. Jetzt fangen die sogar ein anderes Tier an,
bevor die mein Tier hier fertig machen, was eigentlich. Ach. Zwei Teile fehlen hier noch. Und hier drei Teile. Und anstatt jetzt mal was fertig zu machen, jetzt fangen die da hinten irgendwo an. Hier irgendwo. Da. Den Erdmännchen. Also. Ach Mann. Ich will jetzt das Zootier fertig haben. Das machen die doch extra. Das ist doch doof. Das ist doch doof. So, jetzt muss ich mal gucken. Das habe ich, das habe ich. Das ist ja schon lange fertig. Da gibt es ja gar nichts mehr zu tun hier. Das habe ich ja auch schon. So. Hier. Hat keiner geholfen. Jetzt gehen wir noch ins Tal. Aber ich bin heute so richtig geschlaucht. Ein bisschen müde, fertig. Könnt ihr euch nicht vorstellen, ne? Mitten in der Nacht. Also erstens voll spät eingeschlafen, dann mitten in der Nacht wieder wach geworden, weil ich so Bauchschmerzen hatte, was ich selber schuld bin, weil ich totalen Mist gegessen habe. Und dann heute Morgen ganz früh aufstehen, weil ich meinen Sohn zum Zahnarzt fahren musste. Ja, deswegen bin ich heute auch so ruhig, wie ich ruhig bin. Eine ausgepowerte Ente sozusagen. Ja. Ach ja. So. Und so. Ja, ich schaffe das eh nicht mehr hier. Wie viel Zeit ist denn noch? Das müsste ich eigentlich mal gucken. 4, ja, 5 Tage. Und ich brauche noch mal so viel fast an Punkten. Das wird knapp. Das wird knapp, weil du kriegst da hier wirklich nur. Ja, du kriegst halt so wenig Punkte. Das ist wirklich schon lächerlich, ey. Mann, Mann, Mann. Guck mal, ey, was du hier an Punkten kriegst, das ist doch ein Witz. Ein Witz, der nicht witzig ist. Guck mal hier. Die wollen ernsthaft eine Torte. Dann kriegt man da 30 Punkte für. Kein Geld, kein XP. 30 Punkte nur. Und du brauchst halt 3.300 oder so. Junge, Junge, Junge. Das ist wirklich sowas von nicht korrekt hier, dieses. Nee. Also ich bin froh, wenn das andere Tal wieder da ist, weil das mag ich. Das andere Tal ist. Ja, und jetzt habe ich schon kein Sprit mehr. Oha, was ist denn hier passiert? Hä? Was ist denn hier passiert? Zwei. Zwei. Ja, perfekt. Ja. So, können wir jetzt nur wieder rausgehen. Dann haben wir heute eigentlich nicht viel geschafft. Tut mir auch wahnsinnig leid. Hätte ich eigentlich auch, das wäre wieder so eine Folge gewesen, hätte ich eigentlich nur für Mitglieder gemacht. Aber das letzte öffentliche Let's Play ist jetzt auch schon wieder, ja, ich glaube 2 Tage her. Deswegen habe ich gedacht, ja komm, mach für alle. Aber normalerweise wäre das jetzt so ein typisches Mitglieder-Let's Play, wo ich so ein bisschen, ja, ruhig bin, nicht wirklich was zu zeigen habe. Ja. Zack, zack. Na, dann mache ich das so, dass ich da. Ich muss mal was gucken. Oh! Sollen wir mal gucken, ob wir was für den haben? Tja, wo könnte ich denn gucken? Hier? Muss man dem jungen Mann mal helfen? Boah, hat der ein Glück. Hat der ein Glück. Und diese blöden Pflaumen, die brauche ich ja eigentlich. Hat der ein Glück. Da ist die liebe Ente, die ihm jetzt hilft. Hoffentlich schnallt er das.
Und belebt auch. So. Komm, Jung. Helf. Mach, tu. Zack, zack. Jawohl. Dann kriegt er seine Aufgabe fertig. Mal gucken, wie weit er ist. Oh. Ach nee, ist er gerade. Ach, okay, alles gut. Hat ja gerade erst angefangen, ich Trottel. Ich dachte gerade, ich so. Boah, der Valentin hat schon 8 Aufgaben. Okay. Und wieso macht er den Rest nicht? Oder hat er die Aufgabe jetzt fertig und macht wirklich nur das, was der braucht? Nee. Komm. Keine Ahnung. Vielleicht hat er keine Lust mehr. So. Ich weiß nicht warum. Was ist passiert? Irgendwas muss passiert sein, dass ich auf einmal weniger Platz im Silo habe. Gibt es eine neue Pflanze? Ja, mit dem Update kam, ne? Weil normalerweise komme ich doch immer hin. Aber irgendwie habe ich in letzter Zeit immer das Silo voll. Und ich habe Silo eigentlich keine Probleme gehabt. Da habe ich immer so ein bisschen Luft noch gehabt. Aber irgendwie ist da was passiert. Ja klar, diese blöden Bäume, die es neu gibt, ne? Die hier, glaube ich. Das da. Und ja, die Kokosnüsse. Überleg mal, das sind ja. Und die hier auch, ne? Das sind drei Bäume. Das heißt, das sind ja ungefähr 300 Platz, die ich jetzt weniger habe. Weil ich immer so 100 von allem versuche zu haben. Die musst du jetzt erstmal wieder reinholen. Mann, 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 Mann. Könnt ihr mal schreiben, wenn ihr dasselbe Problem habt, dass ihr auf einmal Platzprobleme habt. So, 15. Komm, wir machen mal. Jetzt haben wir keine Milch mehr. Ach Gott. Valentin, warum machst du das denn hier nicht? Mensch, Junge. Komm doch, damit du deine Aufgabe abgeben kannst. Sag mal, wieso macht er das denn nicht? Hab ich extra für den gemacht? Komischer Junge. Na gut. Wer nicht will, der hat schon. So, da ist ein Geschenk. Bin ich gespannt, was da drin ist. Jetzt wieder irgendwas mit. Oh, es tut uns leid. Probleme. Und ich hab's nicht mitgekriegt, werden. Ah nee, das habe ich abgeholt. Genau, die gab es ja nochmal. Du konntest die ja nochmal abholen. Nochmal 3. Für 100. Schokohasen. Also habe ich insgesamt 6 Klopapierrollen für 200 Schokohasen bekommen. Junge, 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 Junge. Das ist irgendwie echt funny. So, ich bin raus, Leute. Tut mir leid, dass ich heute so ein bisschen ruhiger war. Alles so ein bisschen gechillti, vanilti. Und da ist schon wieder ein Paket. Mensch, was ist denn hier los? Jetzt. Diese Ostereier. Ach so. Ja. Ostereier. Ja, gut. So teuer hergestellt. So viele Diamanten haben manche ausgegeben. Für. Sag mal schnell. Damit sie da mehr Plätze haben. Und dann kommt der da mit 300 Münzen. Ja, ist alles schon ein ganz schöner Reinfall gewesen, ne? Also muss man hier einfach sagen. Die machen ganz schön viele Fehler in letzter Zeit. Das sieht so cool aus, oder? Also die Deko finde ich echt gut. Beste Kükendeko. Ich bin ja normalerweise nicht so der Freund von den Küken-Dekos, aber die finde ich gut. Oh Gott, das war mein Magen. Ja, ich traue mich aber auch im Moment nichts zu essen. Und natürlich trinke ich wieder Kaffee. Wer kennt es nicht? Ne, gibt ja bestimmt ein paar Enten da
dann trinkt man trotzdem den Kaffee. Aber essen traue ich mich im Moment nichts, weil. Nee. Und ich fühle mich echt, echt nicht gut irgendwie. Egal. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag noch. Hinterlasst gerne einen Kommentar, ein Däumchen nach oben. Kommt gerne in den Discord. Und wir werden uns wiedersehen. Versprochen. Bis bald. Eure Ente.